Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für alle, die ein bisschen aufmerksam sein wollen und möchten, in dieser Baufolge wird es noch zwei Wichtelpäckchen geben. Weggeben? Wird es geben. Und zwar haben da ja ganz viele mitgemacht im Video. Ja, ist denn schon Weihnachten? Und dann habe ich mich entschieden, dass so ein bisschen... Na, es ging jetzt in dem Falle um die Pizza. Die Pizza, der Karton, der ist jetzt auch leer. Habe ich auch gefressen. Nein, habe ich ein bisschen was auseinandergenommen und habe das so ein bisschen verteilt. Heute gibt es quasi zwei kleine glückliche Gewinner. Ob sie damit glücklich sind, ist ja, steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich habe heute zwei auserkoren. Und wer und wie und was da das ist und so, das erfahrt ihr im Laufe dieses Videos. Heute geht es nämlich wieder um den Ford GT. Eine neue Lieferung ist gekommen. Wir machen mit Bauphase 18 als erstes weiter. Hier sind die Teile. Die kann ich ja schon mal rausholen. Und zwar geht es um die hintere linke Platte des Bodens. Ich glaube, wir haben in der letzten Bauphase die hintere rechte Platte gemacht, ne? Vom Boden. Hier haben wir den Boden. Ja, und das ist die rechte Platte und jo, hier ist die linke Platte. Die bauen wir natürlich dann gleich an. Auch das werde ich euch natürlich zeigen. Ich weiß, ja... Oder drehst du da wieder ein paar Schrauben rein und dann ist gut und dann spulen wir vor. Das macht ihr natürlich, wie ihr das gerne möchtet. Ich habe da Spaß dran am Schrauben und ja, wie gesagt, es geht heute um kleine Wichtelpakete. Einmal dieses und da sollen dann zwei demnächst Post erhalten. Gut, wichtig, im Vorfeld sage ich das jetzt schon mal. Das sage ich nachher nicht. Ich weiß, ich bin gemein. Man muss die Videos dann komplett verfolgen. Ne? Auf jeden Fall die, die mitgemacht haben. Ich weiß, ich bin ein fieses Stück. Aber es macht nichts. Das soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Ich sage das nur jetzt. Heute ist Samstag bis Freitag 24 Uhr. Freitag 23.59 Uhr. Also wenn dem Moment, wo 0 Uhr und Samstag ist, die Kommentare, wollte ich gerade sagen, die Kommentare zählen nicht, quatscht. Dann bis dahin muss die E-Mail eingetroffen sein, zwecks der Adresse von den Gewinnern. Gut, wir machen jetzt mit der Bauphase 18 weiter beim Ford GT. Ich habe auch schon wieder das Forum aufgemacht, wo der offizielle Baubericht drin ist. Weil hier ist alles in englischer Sprache. My English is not so good. Ne? Habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Ein bisschen kann ich natürlich, ich sag mal so, ne? Ja, englische Sprache ist eigentlich... Doch, ich könnte ja eigentlich die Einführung mit einem kleinen Witz beenden, bevor wir auf den Schraubtisch kommen. Hallo Metal. Schraubtisch ist von Metal, von Metal Stomachs. Der Begriff meine ich. Und zwar treffen sich zwei. Und da sagt der eine zum anderen, du, ich soll nach UK, nach England, auf Dienstreise. Und wenn ich dann was essen will, was bestelle ich denn? Ja, was möchtest du denn essen, sagt der andere. Ja, zum Beispiel so ein Brot. Ne? So, ja, dann sagst du Ham Sandwich. Ah, alles klar. Nein, ach, ich habe schon wieder alles Blödsinn gesappelt. Ich wollte gerade die Kamera ausmachen. Jetzt habe ich den Witz versaut. Vielleicht kommt er später nochmal oder beim nächsten Mal, falls ihr Interesse habt. Ich habe den Witz versaut. Ich wollte ihn wegschneiden, aber ich lasse ihn drin. Ich bin ein bisschen bekloppt. Ihr kommt jetzt auf meinen Basteltisch und legen wir los. Schraubenträger raus. Wir haben auch ein paar Schrauben dabei. Ich zeige euch die Teile und wir schrauben los. Ja, nun geht das los. Hier haben wir das linke hintere Teilstück vom Radkasten. Einen Tanklochdeckel und FP01 Schrauben. Schnell rausgeholt die Schrauben, weil die brauchen wir gleich. Schraubenträger ist auch da. Und könnt ihr mal ein bisschen dichter ranzoomen.
wollte eben gerade ran scrollen sagen, aber ich scrolle gerade in der Bauanleitung. Und dieser Tankdeckel, diese Blende kommt jetzt hier rauf. Wie rum ist selbsterklärend, geht nur in eine Richtung. Und die Schraube hinein. Siehst du wohl, das war nicht schwer. Ist ja auch immer so eine Sache manchmal, ne? Mit schwer und leicht. So, dann haben wir hier natürlich den Innenboden. Und da soll der Radkasten natürlich auch seinen Platz finden. Das wird dann so zusammengesteckt und quasi dann, ja, muss ja von der anderen Seite verschraubt werden, ne? Wir gucken mal noch mal in die bebilderte Anleitung auf Papier. Doch, also das Reinstecken wird 12-mal gezeigt und das Anschrauben dann aber wenigstens auch einmal. Nein, das soll jetzt keine Kritik sein. Ja, manchmal macht man sich ja über ein paar Sachen lustig. Aber das soll ja auch Spaß machen. Wir wollen ja auch Spaß haben. Und dann darf das auch ruhig auch mal ein bisschen lustig sein. So. Und wir haben die Ausgabe 18 quasi geschafft, bevor wir jetzt mit der Ausgabe 19 weitermachen. Ich könnte ja schon mal eine kleine Vorschau geben, was wir da bekommen. Treibstoffleitungen, Bauphase, Ausgabe 19. Und zwar sieht das schon mal so aus, die Tüte. Wir fangen an und werden das Klemmbausteine-Paket bekommen. Peter Schicki Modellbau. Peter Schicki Modellbau. Per E-Mail bitte deine Adresse und dann gehen die Klemmbausteine zu dir auf den Weg. Gut, das war wie gesagt Bauphase 18. Wir machen mit der 19 weiter. Bis gleich. Wir bekommen folgende Teile. Teil 1 und Teil 2 vom Feuerlöscher. Ja, den dürfen wir auch noch zusammenschrauben. Dann interne seitliche Platte. Und noch einmal interne seitliche Platte. C und D. Die sehen aber, müsst ihr zugeben, die sehen beide gleich aus. Es geht weiter mit der linken und der rechten Kraftstoffleitung sowie FP-Schrauben. Gott sei Dank steht das hier drauf. R wie rechte Leitung, L wie linke Leitung. Ha. Ich habe ein bisschen rangezoomt, kann wieder rauszoomen, weil hier links in der Ecke die Kraftstoffleitung kommt wie folgt rum. So rum wird sie jetzt hier eingelegt. Und zwar haben wir hier Nupsi, Schraubloch oder Schraubnupsi. Die Löcher sind ja hier. Hier ist ein Nupsi-Loch und die Kraftstoffleitung kommt natürlich bis da vorne ran. Das stecken wir dann alles einfach so rein. Und von der anderen Seite wird das Ganze dann hier verschraubt. Einmal, zweimal. So, wenn ein drittes Mal verschraubt, der hat dann irgendwas nicht richtig gemacht. Ha! So, okay. Die andere Seite kommt auch so, nur spiegelbildlich. Ne, manchmal sagt man ja spiegelverkehrt, ne? Aber nur weil das spiegelbildlich ist, ist es dann verkehrt? Nee, ne? Woher kommt das? Warum sagt man spiegelverkehrt? Ich wollte jetzt nur nicht Google bitten. Wär was für Galileo mal diese Frage, ne? Ja, dann haben wir ja hier diese Platten und die werden, ja, welche nur links und rechts ist, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich nehme jetzt einfach wahllos einen und den anderen und die passen rein. Auch die werden mit Schrauben verschraubt. Ja, jetzt ist das so eine Sache. Einer fällt jetzt gleich raus. Nee, doch nicht. Ha!
Die fallen doch nicht raus. So, einer ist verschraubt. Und der zweite folgt sogleich. Ja. So sieht das dann aus. Und dann kümmern wir uns um den Feuerlöscher. Teil 1 und Teil 2. Und eine Schraube, gehe ich mal von aus. Nee, warte mal, das wird nur zusammengesteckt. Was ein schön Fummelkrams. Zack. Ja, ich hätte gerne noch einen Aufdruck hier gehabt, noch einen Dickel, ne? Hätte was gehabt. So, kommt der jetzt. Der kommt jetzt hier rein. Und zwar hier. Hier sind zwei Löcher. Nupsi-Loch, Schraubloch. Oder Nupsi, Schraub-Nupsi. Schraubloch, Nupsi-Loch. Mario, wenn du Nupsi verwendest, dann auch richtig. So, hat reingeknuckelt. Und hier kann man das rot durchscheinen sehen. Dann weiß man gleich, wo man schrauben muss. Zack, erledigt der Fall. Eine Schraube übrig. Wir können uns um die Bauphase, so sieht das denn jetzt aus, wir können uns dann langsam um die Bauphase 20 kümmern. Und zwar ist es die Schottwand. Ich sehe bloß immer in der offiziellen Bauanleitung, dass die Sitze immer drin sind. Und die werden zwar noch nicht angebaut, aber man könnte die ja mal reinstellen und dann kann man da schon mal gucken, wie das da aussieht. Ne? Also nicht in der Heftbauanleitung, ich meine das auf der Webseite. Ne? Das sieht schon cool aus. Ne? Das sieht schon cool. Also da hat man quasi den Feuerlöscher beim Beifahrer bei die Füße. Aber wir wissen ja, bei diesen Autos, bei diesem Rennwagen, musste immer ein Beifahrersitz vorhanden sein. Der wurde ja nicht benutzt. Ne? Ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Wie gesagt, Bauphase 20, da geht es um die Schottwand. Und wenn ihr die Schottwand sehen wollt, dann müsst ihr nach einem kleinen Cut wieder auf meinem Basteltisch gucken. Bis gleich. Wir kommen zur überaus umfangreichen Bauphase 20. Wir bekommen eine Schottwand und keine Schrauben und nichts weiter und machen damit nichts. Diese Zeit möchte ich natürlich nutzen. Hier ist schon mal Bauphase 21 in Vorbereitung. Die Zeit möchte ich aber dann nutzen, das zweite Wichtelpaket aus diesem Video mal einmal zu zeigen. Was da alles so drin ist. Oh, ihr habt das schon ein paar Mal gesehen bei mir. Es gab ja schon mal solche Tüten, solche kleinen Bastelpakete. Das ist ein bisschen abgespeckter, aber nichtsdestotrotz kann man durchaus damit was basteln. Ist für vielerlei Modellbauaktivitäten geeignet. Es gibt eine kleine Mini-Schneidmatte im Maßstab 1:5. Einmal grasgrün, einmal kariert. Red mal nicht so kariert, Mario. Das ist dann hier drin. Das ist sozusagen eine kleine Reisetasche, um auf Reisen zu basteln. Aber möchte man das? Dann gibt es ein Bastelmesser. Gut, es gibt bessere, aber ne, bevor man keins hat. Dann hier, ja, beim Zahnarzt gewesen. Und also das sind dann zum Modellieren und so weiter und so fort. Also wie gesagt, das ist ja für verschiedenartige Modellbausachen geeignet. Hier sind noch ein paar Ersatzmesser. Hier ist ein was zum Glattziehen. Weiß ich nicht, vielleicht für Papiermodellbauer. Hier auch nochmal so ein, wie gesagt, ich brauchte so etwas noch nie. Dann haben wir hier ein paar Nagelfeilen in etwas größerer Form mit verschiedenen Körnungen. Dann gibt es einen Bohrersatz von 0,8 bis 3 mm, kann man hier einspannen und dann hat man so einen kleinen Handbohrer. Es gibt eine Pinzette. Ja, wir sagen jetzt mal, die ist viel besser als, also ist nicht so eine super gute, aber die ist viel besser als so manches Abo-Geschenk.
Und dann gibt es einen Bastelseitenschneider. Warum Bastelseitenschneider? Weil eine Kante ist ganz glatt. Also wenn man was abschneidet, hat man auf einer Seite auf jeden Fall das dann glatt abgeschnitten. Das ist natürlich gut geeignet, um Gießäste, also Teile aus Gussästen, Gießästen zu befreien. Gut, das war jetzt die Vorschau. Hey, ich bin gemein, ne? Ich sage immer noch nicht, wer das bekommt. So, wir wollen uns ja um Bauphase 21 kümmern. Und da gibt es die ersten Sicherheitsgurte. Hier haben wir sie. So, die oberen Sicherheitsgurte. Dann 21b. Ja, jetzt wird in der Bauanleitung geschrieben, 21a Teil 1 des oberen Sicherheitsgurtes, Teil 2, Teil 3 und Teil 4. Also die vier Stück obere Sicherheitsgurte. Ich zeige dir mal so ein bisschen rein. Ich finde, geil gemacht. Ich sage das einfach so. Warum sage ich das so? Weil haben wir ja schon bei einigen Modellen Sicherheitsgurte gehabt. Und bei einem Modell habe ich mir ja damals seinerzeit extra welche gekauft, weil ich den vorhandenen da ja richtig kacke fand. Aber hier, die sehen stark aus. Die sehen richtig stark aus. Und die halten die Figur, von all, die im Maßstab 1 zu 8 ist, volle Lotte auf Position, ich kann es euch sagen. Also für uns natürlich nicht geeignet. Dann gibt es interner Raum des Co-Piloten. Hä? Was soll das denn sein? Teil 21e. Interner Raum des Co-Piloten. Was soll ich damit jetzt anfangen? Was kann das sein? Das ist dieses Plastikteil. Und das kommt dann in den Fußraum vom Co-Piloten, der ja gar nicht da ist. Es geht weiter mit Verriegelung des Co-Pilotenraums. Also hier ist ein Deckel. Ein Deckel, FP01 Schrauben. Und jetzt müssen wir nur noch das ergründen, wie dieses Bauteil heißt. Das ist eine Zündspule. Na, immerhin. Das war ja dann noch halbwegs erklärend, eine Zündspule. Die Zündspule kommt noch nicht. Dieser Deckel kommt jetzt als erstes hier in den internen Raum des Co-Pilotens rein. Die FP01 Schrauben haben wir parat, Schraubenträger auch. Und dann wird dieser Deckel angeschraubt. So, siehst du wohl. Das Bauteil kommt mit einer weiteren FP-Schraube dann in den Raum des Co-Piloten. Ich muss hier mal ein bisschen umbauen. Ich habe das ja immer alles, die Sitze und die Trennwand, das Schott. So, das kommt dann wie folgt. Ach, das kommt nicht hier rein, Mario. Gut, dass wir eine Bauanleitung haben. Und zwar kommt das dann ins Schott. Hier. Hier raufgesteckt. Sehe ich das richtig? Ja. Ich finde irgendwie nicht die richtige Position. Jetzt habe ich es. So, und dann von der rückwärtigen Seite wird das dann hier angeschraubt. Zack. Das Hemmi. Auf der Rückseite haben wir hier ein schräges Schlüsselloch. Da kommt die Zündspule hinein. So. Und auch hier von der anderen Seite dann mit einer FP-Schraube verschraubt. So, Momento. Zack. Das ist eine schräge Zündspule. Die sitzt schräg hier drin. Ha. So sieht das denn gut. Und jetzt geht's an die Gurte. Erst Gurten, dann Spurten, haben wir immer gesagt, ne? So, ich nehme jetzt wahllos, also ich gucke jetzt nicht nach A, B, C und D. Ich nehme jetzt einfach wahllos ein Bauteil, weil die sehen für mich alle gleich aus. Und wir
schieben den Gurt. Hier oben ist ein Schlitz. Also wir können ja auch besinnlich da rangehen. Ne? Hier ist ein Schlitz. Da stecken wir diese Seite vom Gurt hier. Ne? Nicht diese lange. Nicht den langen Verschluss, sondern diesen kurzen. Den stecken wir hier durch den Schlitz. Gehen mal durch. Haben den dann auf der anderen Seite. So. Guckt er dann durch. Und dann wird er hier, hier ist ein Nupsi, wird er über den Nupsi gesteckt. Ihr braucht keine Angst haben, ich zeige euch nicht alle vier. Ich zeige euch nur den einen. So, ich hoffe, das geht nicht zu leicht rauf und auch nicht zu schwer, dass wir das Ganze verbiegen. So, wenn man keine Fingernägel mehr hat, so wie ich habe die gerade abgeknabbert. Nein, habe ich nicht, voll Deibel. Knabbert da nicht dran. Und dann kann man ja auch ruhig eine Zange nehmen und das dann richtig randrücken. Und dann sieht das Ganze so aus. Man kann das natürlich auch gerade machen. So, dann sieht das so aus. Und hier hängt der Gurt dann. Das machen wir jetzt 1, 2, 3 Mal noch. Ja, das machen wir noch 3 Mal, aber demzufolge ich allein, ohne euch. Und dann können wir uns das ja mal gleich anschauen, wie das dann aussehen wird. Und dann gucken wir uns die Bauphase 22 dann noch an. 22 oder? Ja. Genau, das ist jetzt ja, das gehört alles zur Bauphase 21 und dann gucken wir uns noch Bauphase 22 an und dann sage ich euch auch gleich, wer, welches junges Fräulein das zweite Wichtelpaket bekommt. Bis gleich. So, nun habe ich das mal bloß so zusammengesteckt, diese Wand einfach mal hier so hin, die Sitze auch reingesteckt und dann nur um mal, damit man schon mal einen Blick bekommt, wie das nachher irgendwann mal später aussehen wird. Bevor wir zur Ausgabe Bauphase 22 kommen, da geht es auch um die Sicherheitsgurte. Und da müsst ihr echt aufpassen, hier ist ja so eine Vertiefung. Fenster für die hintere Schottwand. Das ist hier drinne. Also ne, da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr das, die Plastik jetzt nicht wegschmeißt, weil das kann man so schnell gar nicht so gut sehen. Ich wollte aber natürlich einmal noch kurz erwähnen, wer dieses zweite Wichtelpaket bekommt, wer das gewonnen hat. Und zwar ist das Maitikas Modellbau. Also bitte melden per E-Mail, per Messenger oder wie auch immer. Also herzlichen Glückwunsch an Peter Schicki Modellbau und an Maitikas Modellbau. Ich hoffe, ich konnte euch damit eine kleine Freude machen. So, wir gucken uns die Teile mal an, was wir in der Bauphase 22 bekommen. Und zwar bekommen wir die, das Fenster, was ich euch ja gerade eben einmal gezeigt habe. Ich hole das schon mal raus, lege das hier mal vorsichtig vor die Kamera, könnt ihr gerade nicht sehen. FP-Schrauben, FP04 und FP01. So, und dann gucken wir, die unteren Sicherheitsgurte bekommen wir dann. Also das ist schon, ich finde die Dinger cool, ne? Ich finde die Dinger richtig. Die sehen, das sieht doch stark aus. Also die unteren, jetzt, ja, welche sind denn das? Das sind alles untere. Nur die anderen zwei sehen ein bisschen anders aus. Da ist, einer, das sind die Beckengurte, sage ich jetzt mal, so salopp. Einmal von links und einmal von rechts. Vielleicht habe ich da ja recht. Motorraumtank. Also das kann nur das hier sein. Da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Genau, das ist der Engine Compartment Tank. Und dann kommt der Engine Compartment Tank Filler Tube. Also das ist das, das Füllrohr, der Einfüllstutzen. So, was machen wir? Ha, wir fangen mal an gleich, wo ist der Tank? Wir fangen mit dem Tank an und stecken den Filler Tube, also das
Befüllrohr hier rein. Und das Ganze wird mit einer FP01 Schraube verschraubt. Rausgeholt die Schraube. Ja, eine kommt in die Vorratsdose. Kommt auf den Haufen zu den anderen übrig gebliebenen Schrauben. Ne, es gibt übrig gebliebene Schrauben, aber übrig gebliebene Schokolade gibt es nicht. So, das ist der Tank. Der Kleine. So, wie geht's weiter? Der wird jetzt an die Schottwand gebaut. Und zwar auf die Rückseite. Und dann haben wir das hier. Hier, Moment. Wir müssen das ja Tab und Slot und so. Nee, so rum kommt das nicht. So. Nein, so. Ach, grüne Neune. Das müsst ihr euch so hinlegen. So. Und dann ist hier ja, so ein Überstand. Der kommt hier in diesen Schlitz. Und dann haben wir hier einen Haken, wo dran, dass die Halterung sozusagen, wo dran der Tank dann verschraubt wird, mit einer FP04 Schraube. Oh, mehr Schrauben werden nicht geschraubt. Eine von mir gern genannte Hütchenschraube mit der Krempe. Ne? Mein Hut, der hat drei Ecken. Dieser hier nicht. Der hat eine runde Krempe. So, guck mal, kickst du mal. So sieht das denn gut. Aber wir wollen lieber diese Seite, weil diese Gurte finde ich einfach nur saustark. So, ich hätte jetzt erwartet, doch das wird irgendwo beschrieben, doch da. Ha! Siehst du, ich hätte es erwartet und meine Erwartung wird nicht enttäuscht. Und zwar werden wir jetzt dieses Fenster noch einbauen, einklipsen. Hier sind auch zwei Nupsis, Vertiefung und die Fensterscheibe wird nur reingelegt. Ja, also da müsst ihr jetzt aufpassen. Wisst ihr, was ich da jetzt mache? Ich bin ein bisschen pragmatisch veranlagt. Und da gibt es ja Klebeband. Damit werde ich jetzt nicht über die Scheibe kleben, sondern nur über die Laschen. Das kriegt man ja wieder gelöst. Oder brauchen wir vielleicht gar nicht lösen, können wir vielleicht sogar dran lassen. Mache ich hier ein bisschen Klebeband dran, damit mir diese Scheibe nicht wieder rausfallen kann. Wir machen auch gleich Probe aufs Exempel. Oh, fällt nicht raus! Gut, wunderbar. Hält, passt, wackelt und hat Luft. Quasi. Und die Schottwand kommt erstmal beiseite, weil jetzt nehmen wir die Sitzbank zur Hand. Und werden dann hier auf dieser Seite anfangen, so ein Gurt reinzustecken. Und zwar, ich muss immer erst einmal gucken, weil ich muss das ja jetzt hier über Kopf bauen, damit ihr das besser sehen könnt, kommt hier diese Halterung, die wir vorhin ja auch hatten. Die kommt jetzt hier durch diesen Schlitz. Der andere passt ja auch nicht da durch, ne? Durch diesen Schlitz. Geh mal da rein! Du, nein, was sage ich nicht. Solche Wörter. So, guckt er hier schon durch? Nein, das ist ziemlich schwierig. Das ist ja jetzt ein Tüdelkrams. Jetzt müssen wir vorsichtig das durchschieben. Habe ich das jetzt auch richtig rumgemacht? Ja, so soll das aussehen. Jetzt guckt er hier auf der anderen Seite durch und den schieben wir dann auch weiter. Und hier ist auch ein Nupsi, so wie wir das an dieser Schottwand auch hatten. Er ist fast wieder komplett zurückgefallen. Oh, er ist zurückgefallen. Haltet euch den fest.
dann muss der da rauf. Haltet mit der Hand von unten Gegendruck. Oh, der verbiegt. Das heißt, er geht gar nicht richtig rauf. Also kommt wieder die Zange daher, damit wir da raufdrücken können. Passt auf eure Fingerchen auf. So. Das ging schwer rauf. Was schwer rauf geht, sage ich immer, geht nicht mehr leicht ab. Also, so ist der Gurt hier dran. So. Der andere kommt sicherlich auf die andere Seite. Ich zeig das aber nur einmal. Das andere Mal, das machen wir ohne Kamera. Das ist ja hier, das ist ja schön Tüdelkrams. Auch hier, das ist dann der zweite Teil vom Weckengurt quasi. Auch hier müssen wir das durchstecken. Ganz und gar, dass der hier durchguckt. Gefunden. Ne, nicht auf otto.de. Ne, diese Schleichwerbung. Und hab dafür gar nichts gekriegt. Und muss man ja auch nicht. Hauptsache ist lustig. So, auch hier mit der Zange. Also die gehen schwer rauf. Wie gesagt, das finde ich aber besser, wenn die schwer raufgehen, statt gleich wieder abgehen. Statt gleich wieder abgeht. So. Zack, zack, haben wir hier den Gurt. Das machen wir natürlich auch ein zweites Mal. Und wenn das dann fertig ist, haben wir quasi diese Lieferung auch schon wieder geschafft. Das müsste jetzt die Lieferung 5 gewesen sein. Ne? Ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher. Bis Bauphase 22, wir haben ja 5 Ausgaben, haben wir dann gleich quasi schon wieder verbaut. Also, bis gleich würde ich sagen, bis alle Gurte dran sind und dann sehen wir uns hoffentlich gleich noch mal zum Tschüss sagen. Ne? Bis gleich. Ja, die Bauphasen 18 bis 22 sind dann quasi fertig. Und in der Bauanleitung, ich scroll dann noch mal, also in der Bauanleitung im Forum, da scroll ich noch mal so durch. Und als erstes ist mir da aufgefallen, dass Andreas die Gurte anders eingebaut hat. Ich habe das jetzt mich aber jetzt an die Anleitung gehalten. Nicht wieder auseinander gehen. Ich zeige euch das mal. So in der Art sieht das dann so aus. Ich gucke hier gerade durch die Scheibe. Ich kann euch sehen. Ja, was ein Quatsch. Ich kann euch natürlich nicht sehen. Ich hoffe, ihr seht mich. Und schaut auf jeden Fall immer wieder rein. Ne? So, die Gurte sind alle dran. So sieht das dann aus, das Ganze. Ich möchte noch einmal erwähnen, vielen Dank, dass ihr immer so zahlreich einschaltet und so gut und so fleißig kommentiert. Das finde ich prima. Und ich möchte nicht versäumen, nochmal herzlichen Glückwunsch an Peter und an Maitika. Wie gesagt, meldet euch für eure kleinen Wichtelgeschenke. Und immer neugierig bleiben. Es gibt, ich weiß jetzt gar nicht, gibt es noch ein oder gibt es noch zwei Wichtelgeschenke? Es gibt auf jeden Fall noch welche, die dann in den nächsten Videos noch erscheinen. Im Zweifelsfall natürlich im Januar. Könnte man das ja ein bisschen einkreisen. Na, wir gucken mal. Wir werden sehen. Gut. Achso, Vorschau auf die nächsten Bauphasen. Und zwar gibt es in der nächsten Lieferung mit der Bauphase 23 geht es mit einer Benzinpumpe weiter und mit dem zweiten Teil der Schottwand. Das heißt, dann wird die Scheibe gesichert. Das gucken wir uns auf jeden Fall natürlich an und ich hoffe, ihr auch. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Das tut gerne wieder. Schaut wieder rein. Auf jeden Fall bleibt natürlich neugierig. Passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder in.